Ja, hallihallo, zurück zum Monochroma am PC. Wir haben ja nicht mehr viel vor uns. Das Grande Finale haben wir noch zu machen. Viel ist nicht mehr. Und dann werden wir den Abspann uns ansehen und ein paar Worte noch darüber sagen, was wir von dem Spiel gehalten haben und so weiter und so fort. Ihr kennt ja mein Prozedere. Ich sehe immer dasselbe. Und ja, aber jetzt einmal Step by Step. Wir werden hier mal runterspringen und dann müssen wir hier runterspringen und dann werden wir uns diese Kiste hierher schieben. Übrigens danach nach links geht es noch nicht, denn wir können momentan nicht alleine, denn Brüderchen kann nicht von unserem Rücken runter, weil wir nirgendwo Licht haben. Was ich für extrem blöd finde, denn noch besser als hier ist nirgendwo ausgeleuchtet. Aber ja, er hat trotzdem Angst, also wenn ihr schaut, nein, 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 mich will ich nicht, nein, 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 mich, willst du, nein, willst du runter? Nein. Habt ihr gehört, er will nicht. Okay. Gut, jetzt wird es ein bisschen tricky. Habe ich auch am Anfang ein paar Mal nachdenken müssen. So habe ich mal so, hä? So ungefähr, hä? Und es ist wirklich so, denn ich sage euch dann am Schluss dann, wie was wann. Jedenfalls, was wir machen müssen, wir müssen den Hebel runterdrücken, machen jetzt hier oben diese, ja, hier so eine Zugbrücke, was wir da runterlassen, auf, hier das rauf, und dann können wir Bruder hier absetzen. Und da vorne oben seht ihr schon, da kommt der Böse. Und jetzt muss ich hier wieder zurück. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und gleich wieder hier. Hallo, du sollst den Hebel raufgeben. Genau. Alles andere wäre jetzt falsch. Sonst würde er jetzt runterspringen und meinen Bruder töten. Jetzt habe ich ihn oben eingesperrt. Er kann nicht mehr raus vom Zeppelin. Allerdings, mein Bruder wird hier alleine zurückgelassen. Denn wir heben ab. Genau. Seht ihr, und das ist das Gitter, wo wir einst waren, wo wir gesagt haben, das sage ich euch dann, wenn es soweit ist, mit diesen Gitterstäben. Denn jetzt, da ich dazu gemacht habe, konnte er zum einen nicht raus und den Bruder, was auch immer, machen, töten oder whatever. Allerdings ist er jetzt da auf sich allein gestellt, unser Brüderchen da unten. Und wir sind mit dem, ja, wie ich schon gesagt habe, mit dem Zeppelin abgehauen. So, der Lustige da oben, der Kocek, der bleibt jetzt einmal, wo er ist, der kann nicht aus. Ja. Aber den brauchen wir später noch. Ganz wichtiger Mann, der wird uns dann später noch helfen. Der wird uns zum Sieg führen. So viel sage ich euch schon mal. Und wir werden da jetzt mal rausgehen. Denn wir haben jetzt was Wichtiges zu erledigen. Nämlich einen gewissen Kraken besiegen. So viel sage ich euch schon mal. Oder teils besiegen. Dafür geht es da jetzt nach oben, denn jetzt können wir springen. Jetzt haben wir Bruderherz nicht mit. Unsere Sprungkraft ist eine derartig immense geworden wieder. Zwischen 3 und 4 Metern schaffen wir jetzt aus dem Stand heraus wieder. Und dann geht es hier weiter. Und gleich sind wir, ja, da habe ich mich so geschreckt am Anfang, beim ersten Mal. Und ich zeige es euch gleich. Da hört man schon einmal die Musik. Und da kommt Dampf raus, ja. Jetzt kommt gleich unser Freund der Kraken auf der rechten Seite. Passt auf. Genau. Und der will uns jetzt mit seinen Tentakeln schlagen. Ich muss einfach ausweichen und im richtigen Moment schnell weghupfen und ihn dazu bringen, dass er jetzt schlägt. Nein, nicht jetzt, sondern genau wenn er vor dem jetzt vielleicht. Jetzt. Genau. Seht ihr? Und jetzt hat er dagegen geschlagen. Und jetzt muss ich diesen ganzen Dingern da ausweichen. Da muss ich mal reinstellen. Dann so. Da immer drüber springen, das ist wichtig. Jetzt kommen sie wieder auf der Seite. Und jetzt wieder schnell hier rüber. Das Ganze sollte ich dann noch einmal schaffen. Das wär super. So, jetzt kommt das Ganze hier noch einmal. Dann wieder hier rüber. Und jetzt muss er da. Jetzt kommt er gleich wieder. Und jetzt muss ich ihn dazu bringen, dass er hier noch einmal da reinschlägt. Da muss er reinschlagen jetzt. Nein, ja, wir hätten es geschafft, aber ich bin vorher gestorben, weil ich da in das Feuer reingerannt bin. Genau, also so wird es dann gemacht.
Und wie gesagt, in Phase 2 geht es dann schneller. So, nochmal, komm, da schlag rein. Einmal haben wir wieder. Es ist jetzt nicht sehr kompliziert, ne? Sehr schwer, aber ja, man muss trotzdem den Kopf beieinander haben. Ne? So, dann hier wieder. Ah, das war zu früh. Ah, es ging sich doch aus. Mit Glück. Mehr Glück als Verstand jetzt gehabt. Weil es wackelt auch noch obendrein. So, jetzt wieder rüber. Also man braucht einfach immer nur im richtigen Moment immer hin und her springen. Jetzt wieder zurück. Jetzt kommt es noch einmal da. Nein, jetzt ist schon wieder da. Aufpassen jetzt. Genau, und jetzt schlägt er da, schlagt er rein. Ja, das sollte sich ausgehen. Genau. Und jetzt. Genau. Und da habe ich beim ersten Mal gedacht, was muss ich jetzt machen? Und ich bin darüber gesprungen und tot und tot und tot. Dann bin ich hier gesprungen, habe ich mir gedacht. Vielleicht muss ich hier dieses Rohr abreißen irgendwie. Dann bin ich darauf gesprungen noch einmal. Und bin darunter gesprungen. Vielleicht mit Gewicht mehr. Na, geht auch nicht. Also alles nichts gebracht. Und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, ich muss Backtracking machen. Genau. Und jetzt kommt dann unser Freund, ja, Kocek, der Kinderschänder, ins Spiel. Genau. Und dafür werden wir uns gleich einmal die Kiste hier so lassen. Da können wir gleich dann später leichter und schneller rauf. Denn wenn wir ihn jetzt befreien, ja, dann wird er uns verfolgen. Und das wollen wir auch. Und was habe ich vorher gesagt mit diesem Rohr da drüben? Könnt schon was erahnen? Weil er ist ein ordentliches Pinkel, Brückel. Das sind schon 100, 120 Kilo auf der Waage. Ich lasse ihn mal raus. Und er wird gleich nachkommen. Oben werdet ihr gleich sehen. Da kommt er schon. Wir springen da mal rauf. Und warten auf ihn. Das will das Spiel so. Ich kann noch gar nicht weitergehen. Seht ihr? Er deutet ihm, na komm, komm. Komm, komm. Ja, aber er springt jetzt auch ganz cooler Move, pass auf. Und? Wupp! Der hat's auch drauf, ne? Glaubt man gar nicht. Das war jetzt vom Stand aus auch nicht ohne, ne? Der braucht nicht mal Kiste dazu. Genau. Und jetzt mache ich gar nichts mehr, es macht schon automatisch. Springt runter und jetzt kommt er mit seinem Gewicht. Und bam! Und jetzt muss ich abspringen im richtigen Moment. Und ab jetzt ist alles nur mehr Cutscene. Aber ich glaube sogar den Sprung war schon, den hat schon das Spielchen selbst gemacht. Also man kann hier eigentlich nichts mehr verändern. Ja. Jeder kämpft und ringt um sein Leben. Und ja. Ich bin da zwar oben gewesen, jetzt hat es mich wieder runtergehauen. Dramatische Musikuntermalung. Und ich falle. Genau. Das war Monochroma. Ich hoffe, es hat euch etwas gefallen. Es ist ein türkisches Projekt, wie ihr sehen könnt. Von türkischen Entwicklern. Cool, cooles Spielchen. So unterm Strich mal gesagt, cooles Spielchen, ja. Das sage ich mal, wie es ist. Allerdings habe ich hier schon ein paar Kritikpunkte. Aber ich will nur über einen sprechen, das ist meiner Meinung nach der größte. Nämlich das Ende. Man weiß nichts. Man weiß gar nichts, ja. Man, okay, kann man jetzt sagen, das gibt es in vielen Spielen, ja. Denkst dir. Ja. Aber es gibt hier sicher definitiv kein
keinen weiteren Teil, ja, wo man es dann vielleicht später erfährt. Ich hoffe nur, dass es so ist, dass unser Bruder überlebt hat. Gott sei Dank war er nicht am Zeppelin oben, denn sonst wäre er jetzt mit ihm in Feuer und Flammen aufgegangen. Ne? Der experimentierfreudige Kinderschänder, sage ich mal, alias Kocek, Spunkel, der hat es mit dem Kraken nicht geschafft, und das ist auch gut so. Die haben das Zeitliche gesegnet, definitiv. Die können sich jetzt die Karotten von unten ansehen. Und ja, wir gleiten hier einfach ja, hinab. und da kannst du jetzt denken, was du willst. Denn nach diesen Credits, das sind die ganzen Kickstarter, glaube ich, die was da mitgeholfen haben, dass dieses Projektchen da überhaupt erst ermöglicht wurde. Und das sind einige. Und von den Namen her dürften sie aus der ganzen Welt stammen. Jo, das finde ich einmal ganz, ganz toll, dass sowas immer wieder gemacht wird und somit vielen Programmierern geholfen wird, dass sie ihre ja, Pläne dann wirklich verwirklichen können. Das ist schon gut so. Ja, von der Spielmechanik, von der Spieltechnik, das war mal ein bisschen, ich sage mal, mit dem Controller, das war die Springen und so und das Leiterklettern, das war, finde ich, ein bisschen behäbig. Also das, man blieb dann hängen wieder, wenn man raufsprang oder man wollte über ein Hindernis springen oder über einen Bereich, wo eine Leiter war, und dann hing er sich automatisch dann fest und man klebte gleich wieder an der Leiter oben und so. Das war ein bisschen, ich weiß nicht, das war ein bisschen behäbig, das Ganze. So kam es mir halt vor beim Spielen. Aber ja, wenn ich es jetzt mit Limbo vergleichen soll, ich vergleiche nicht gern Spiele mit anderen, aber dann würde ich sagen, obwohl hier, wie soll ich sagen, mehr zu sehen war, wie soll ich sagen, am besten, ja, dass man den Charakter irgendwie besser herausgearbeitet hat, die Farben mehr, aber das heißt ja nicht, wenn weniger Farben sind, dass das dann besser ist. Genau das hat eben Limbo ausgemacht. Genau, und das ist jetzt das. Und wir wurden sofort jetzt wieder an den Anfang gesetzt. Und das ist ein bisschen komisch jetzt. Ne? Wie gesagt, man weiß wirklich gar nichts. Ne? Wenn man zumindest noch eine ganz kleine kurze Cutscene, und wenn es nur minimals gewesen wäre, dass man, weiß ich nicht, sind wir jetzt tot? Leben wir? Haben wir das überlebt? Man, was ich mir nicht vorstellen könnte, irgendwie, wenn man aus einem Zeppelin rausfällt, ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass man da irgendwo dann butterweich auf einer Wolke landet. Ich meine, das kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Ne? Ja, außer also ist gerade vielleicht irgend so ein Trampolin-Vergnügungspark irgendwo unter dir aufgebaut worden, oder du hupfst in ein Zirkuszelt wo rein, dass sich das abfedert. Nein, ich habe keine Ahnung. Dann die Chance 1 zu 1 Million wahrscheinlich. Nein, aber normal ist tot. Ne? Also, und, aber er gleitet immer noch. Also seht ihr im Hintergrund. Das Bild ist doch, es bleibt so stehen. Denkt das, ja, was da mit uns passiert ist. Genauso mit unserem Bruder, was ist aus ihm geworden? Ja? Der ist jetzt wahrscheinlich vollweise, war er eh schon. Ich weiß nicht, haben wir Eltern überhaupt gehabt oder haben wir noch? Oder wenn zumindest der Bruder überlebt hätte, dass der dann vielleicht wieder dorthin zurückkehrt, ganz am Anfang des Spiels, wo wir waren, wo ich auch glaube, das war unser Zuhause. Da diese, weiß ich nicht, was das war, so das Hausboot von der Kelly Family, was ich gesagt habe. ja, das ist alles ein bisschen so viel offene Sachen. Ne? Und wenn ich weiß, ich mache nicht einen zweiten Teil von einem Spiel oder was, sicher, wenn ich das mache, dann lasse ich es offen. Ne? Dann lasse ich viele Fragen offen
und die werden dann geklärt. Aber wenn, das war ja dann nicht so. Ich glaube, da wird auch nichts mehr gemacht mittlerweile. Glaube, ist das fix, so glaube ich, dass da nichts mehr gemacht wird. Und dann sollte ich schon zumindest da ein Ende machen. Finde ich, das wäre angebracht gewesen. Aber ja. Sei es wie es sei. Sonst Spiel so generell, was ich extrem cool gefunden habe, das waren die Farben. Ne? Und man kann es auch, man sieht es auch sehr schön hier an dem Titel, Monochroma, wenn es da hinschaut. Ne? Mono in Weiß, Chroma in Schwarz und der rote Punkt drinnen. Also ja. Diese Elemente, was da waren, immer in Rot gehalten. Das war schon sehr interessant. Also sowas in der Art habe ich eigentlich so noch nicht gesehen. Ja. Also es war das erste Spiel, was ich überhaupt so in diese Richtung gespielt habe. Das war E1 Limbo. Also aber da, wie gesagt, auch nur angespielt. Darum kann ich mich auf nichts mehr erinnern. Aber das habe ich mir gemerkt, wie ich gespielt habe. Aber so von der Richtung her, die sind schwarz-weiß gehalten. So diese Plattformer, Rätselplattformer, das war eigentlich Limbo das erste und Monochroma eben hier mit diesen roten Elementen sehr interessant. Also wirklich ist eine interessante Geschichte. Ja, der zweite Teil dann, zweite Teil sage ich, das zweite Spiel Inside heißt es, der Nachfolger dann von nach Limbo von diesen Entwicklern, das kommt dann auf jeden Fall auch noch und das werde ich wieder blind natürlich spielen. Das ist aber dann auch voll blind, total. Das habe ich nicht einmal angetestet oder irgendwas. Da weiß ich überhaupt nichts. Und so werde ich es auch spielen. Und das wird dann auch wahrscheinlich das nächste Projekt von mir werden. Hier habe ich mir einfach einmal gedacht, magst du es einmal so? Erstens einmal brauchen wir nicht so viel Parts, es sind jetzt 7 geworden. Ist eh noch genug. Aber sonst wären das sicher, ja, weiß nicht, 20 geworden oder so. Keine Ahnung, weil man braucht ja dann doch um einiges länger bei den Rätseln. Und da sind wir jetzt schon bei den Rätseln. Da wollte ich auch noch ein paar Worte dazu sagen. Die Rätsel an sich, ja, fand ich jetzt bis zum Schluss hin eher sogar vielleicht leichter wie bei Limbo. Allerdings die letzten paar dann, was ich ja auch dazu gesagt habe, vor allem das eine da, wo man diese Glasscheibe da zerschmettert hat, dass man da überhaupt schneller runterkommt und nicht über die Leiter muss. Also da habe ich, wie gesagt, da hab ich glaube eine Stunde immer drum geschissen beim ersten Mal. Und auch dieses Aufzugrätsel da mit den zwei Aufzügen da, mit diesen drei Geschossen da. Das Erdgeschoss, dann der erste, zweite Stock, wie ich da am besten raufkomme und so. Wow, das war auch. Aber das ist halt dann interessant, wenn du dann wirklich einmal weißt, wie es geht, dann siehst du erst, mein Gott, na, das ist eigentlich eh so leicht, aber. Und wie kompliziert man dann eigentlich auch oft denkt, das ist, ja, aber so ist halt. Und das soll ja auch sein, weil darum sind es halt Rätselplattformen. Ne? Wäre es so simpel und so einfach, bräuchte man ja sowas gar nicht machen, dann würde man ja sowieso gleich immer durchkommen und. Das ist ja Sinn der Sache. Genau. Jo. Sonst wäre dann eigentlich eh hübsch alles gesagt hier über diese Spielchen. Ja, wie gesagt, das wäre dann der einzige Kritikpunkt, größere Kritikpunkt, dass man überhaupt nichts herausgefunden hat und der CCR schwebt immer noch da in der Gegend herum. Ja, für alle, die es nicht wissen, das zeige ich euch noch ganz schnell. Wenn man hier auf Spiel laden geht, seht ihr, da kann man jetzt die ganzen Chapter, wie wir es auch aus Limbo kennen, noch einmal spielen. Nur mit dem Unterschied glaube ich, dass hier die Chapter ein bisschen weiter auseinander sind. Bei Limbo gab es ja noch mehr. Obwohl, wenn man die jetzt alle zusammenzählt, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel man da? 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Es sind schon einige weniger. Es sind schon, aber ich denke gerade, habe gerade nachgedacht, wie viel Limbo hatte. Aber Limbo hatte, glaube ich, 48 sogar, 48 Chapter.
sind ja doch nur 32. Ne, es ist um einiges weniger. Dafür sind wieder die Abstände der Chapter weiter auseinander. Also wenn ich hier starte, da gehe ich schon ein Stück, bis ich da bin. Ne? Bei Limbo war es näher beisammen. Ne? Da hast du vielleicht nach 20 Sekunden warst du schon im nächsten Chapter-Bereich. Ne? Oder waren noch wirklich nur ein, zwei kleine Rätsel und du kamst schon ins nächste Chapter. Das ist halt hier. Vielleicht dann wird es sich eh wieder aufs selbe rauskommen. Jedenfalls, was interessant ist, man kann die ganzen Bereiche hier auch wieder einzeln anwählen, draufdrücken und man startet da und das bleibt auch gespeichert. Das ist auch noch eine kleine, ja, coole Sache. Oder wenn man wirklich sagt, man will diese Blumen holen. Ja, das ist nämlich auch noch, das wollte ich auch noch sagen mit den Blumen, genau. Also entweder ich weiß nicht, vielleicht weiß ich es auch nicht, dann tut es mir aufrichtig leid, dann bitte sollte sich jemand anschauen, dieses Video, ja, und er weiß das, ja, dann bitte klärt es mich auf, ob das mit diesen Rosen was auf sich hat. Denn im Normalfall, wie es auch bei Limbo war, alles, was man irgendwo findet, Collectibles, und wenn man dann wirklich alle findet, muss das normalerweise belohnt werden, ja. Und in dass man eben vielleicht ein zusätzliches Level dann bekommt oder was auch immer, irgendwas freischaltet oder was auch immer. Ne? Aber hier habe ich dieses, für diese Rosen, ich habe auch im Internet nichts gefunden über diese Red Roses. Ich habe in Englisch gesucht, ob es da irgendwas gibt, wenn man da die findet, aber ich finde überhaupt nichts. Ja? Ich habe da nichts, weiß ich nicht. Und in Deutsch sowieso wenig, die da sogar Let's Play gemacht haben. Ah, da gehöre ich auch wieder zu den wenigen dazu. Ich glaube, bei Limbo bin ich ja sowieso, glaube ich, einer der einzigen. Vor allem auch mit diesen Eiern dann, der was alles gefunden hat und so und dann hergezeigt hat, wo die Fundorte waren, von allen Eiern und so. Und auch ein Ding habe ich gemacht von diesem DLC. Also DLC war es ja keines, von diesem geheimen Level im Spiel, im Hauptspiel. Ja, also könnt ihr euch auch anschauen, ein bisschen Werbung in eigener Sache, mal wieder. Ja. Okay, ja, wie gesagt, die einzelnen Chapter sind hier anspielbar und ja, wie gesagt, das mit den Rosen, das ist halt auch schade, weil du sammelst das, aber es bringt ja nichts, ne? Das ist nicht ein zusätzliches Level irgendwie, beziehungsweise, man rechnet ja nicht, dass man einen ganzen Akt noch dazu kriegt, oder, aber zwei, drei Chapter oder was wären schon nett gewesen, aber wie gesagt, vielleicht gibt es wirklich was und ich weiß es nicht, dass man da wirklich irgendwo was freischalten kann noch, zusätzliches Level oder ein Ende, ein alternatives Ende, vielleicht gibt es noch was. Vielleicht, ich weiß ja, ich bin auch nicht Gott. Ich weiß auch nicht alles, leider. Okay, oder Gott sei Dank, je nachdem. Sucht sich das aus. Gut, okay, jetzt habe ich schon wieder genug geplaudert und gesagt und erzählt und getan und überhaupt und sowieso und jo, wir haben eh schon wieder 25 Minuten bald. Ich glaube, das wäre auch ein guter Zeitpunkt, um Adieu zu sagen. Sag beim Abschied leise Servus. Und jo. Ja, dann war's das. Und ich gleite immer noch in den Lüften herum und da tut sich auch nichts mehr. Also, es ist einfach vom Ende her etwas komisch und dabei bleibe ich. Das ist irgendwie, wenn das Ende irgendwie stecken geblieben wäre. Ja? Da hängt er jetzt in der Luft und das war's. Das ist komisch. Dann soll er zumindest runterfallen und sterben und oder irgendwas. Ne? Dann wissen wir, okay, dann hätten sie auch ein Begräbnis machen können. Der Bruder hätte ihn eingegraben. Ne? Und, oder irgendwas. Aber man hätte ja gewusst, wie es um einen ist. Ne? Aber ja, egal, sei es drum. Ich sage Dankeschön alle, die mir zugeschaut haben. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dann auch wieder dabei seid bei einem neuen Projekt von mir. Und ja, dann Dankeschön, macht's gut, bis zum nächsten Mal und vor allem, haltet die Ohren steif. Ciao.